Hallihallo! Ich sehe gerade, da fehlt eine Lampe, die ist noch nicht eingeschaltet. Moment. Die gehört natürlich auch eingeschaltet. Gehört natürlich dazu. Oh, da kommt schon jemand rein. Hallihallo! Sieht ja auch viel schöner aus, wenn die dann eingeschaltet ist. Hallo, hallo an alle. Ich habe mir gerade noch die Hände eingecremt drum. Aber das ist schon wieder eingezogen und jetzt kann ich arbeiten mit den Händen und das liebe ich auch so in der Sensi Handcreme, weil es eben gleich einzieht, ohne zu kleben. Ich habe ein paar Produkte aus dem Sensi Fanartikel Shop bestellt, also aus dem Beraterstore, wo wir Berater eben Sachen mit Sensi-Logo bestellen können, Kataloge, Bestellformulare, Tischdecken für unsere Stände und so weiter. Also da kann man wirklich, wirklich viel bestellen und ich nenne das immer liebevoll den Sensi-Fanartikel-Shop, weil wir Berater natürlich so verliebt sind in die Produkte, in die Firma Sensi und darum brauchen wir auch alles, wo Sensi draufsteht. Und so auch ich musste da wieder einiges mitbestellen. Eben, es gab auch Prozente drauf diesmal, also da kommen eben manchmal Sonderangebote und da rasten dann alle total aus. Und ja, ich würde ganz einfach wahllos anfangen. Und zwar habe ich zweimal mitbestellt, ich fand das so süß. Da gibt es so Kärtchen, machen wir mal eines auf. Für meine Teammitglieder dachte ich mir, wenn man da mal so eine Teampost machen kann. Und dann schauen wir da mal rein. Weil man sieht jetzt mal nur Ziegen. Und jetzt bin ich gespannt, wie die ausschauen, weil man sieht ja nicht jede Karte. Und die kann man dann eben seinen Teammitgliedern. Oh. Zum Beispiel Willkommen im Team. Karten. Also da schreibt man dann eben eine nette Botschaft drauf. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied den Shootingstar schafft, kann man da auch eine Karte schicken. Oh, total süß. Oh. Sogar Geburtstagskarten sind dabei. Ach Gott, wie süß. Ich freue mich ja immer über sowas. Meine Sponsorin, die Nicole, die ist da auch so. Die schickt auch immer, wenn sie Teampost verschickt, immer irgendwelche Kärtchen mit. Und jetzt habe ich auch welche. Und die sind wirklich süß. Ich mag sowas. So kleine Aufmerksamkeiten. Ein kleiner Text dazu, so eine kleine Wertschätzung. Würde ich mich freuen drüber und freue mich natürlich jedes Mal. Und da durfte auch was Größeres mit. Und zwar ein, oh, die hat ja sogar Ledergriffe, das habe ich gar nicht gesehen. Das war ein Schnäppchen. Wax Warm Repeat, für euch steht es spiegelverkehrt, aber in echt ist es natürlich richtig rum. Und Sensi steht da auch ganz unten dabei und eben in Blau. Oh Gott, die ist ja riesig, passt ja voll viel rein. So eine schnelle Tasche zum schnell einkaufen, schnell alles rein mit den Kindern raus. Wer kennt's? Und da passt wirklich viel rein. Also das ist jetzt nicht nur so ein Beutel, sondern so richtig, da ist auch so richtig ein großer Boden eingenäht. Also da passt wirklich was rein. Und auch total dieser feste Jute, nein, so ein fester Stoff ist das, richtig fest und Ledergriffe. Finde ich mega. Es steht Sensi drauf. Ich musste es haben. Wir sind die Berater mit unserem Fanartikel-Shop. Ich lieb's. Wax Warm Repeat, ja. Mein Motto: Duft, Wachs, Wärmen und Wiederholen. Dann durften mit oh, Gastgebergeschenke. Und zwar gab es Sensi-Keksausstecher. Oh mein Gott, mega toll. Einfach 3 Sterne sind da in jeder Packung drinnen. Sind die nicht süß? Dann können dann Gastgeberinnen Kekse backen. Ich fand die total süß und eben so als Mitbringsel eben. Richtig toll und da durften gleich ein paar mit. Ich hatte eine Sonnenbrille dieses Jahr und dann war ich in der Donau baden und die Sonnenbrille auch und sie war weg. Also da ist ja eine ordentliche Strömung. Jetzt durfte eine Sensi-Sonnenbrille mit. Die war eben jetzt im Sonderangebot und da steht da Sensi drauf. Sieht man recht schwer, weil es eben Silber ist. Und das musste ich natürlich haben. Wenn Sensi draufsteht, dann muss ich das haben natürlich. Und jetzt habe ich wieder zum Autofahren eine Sonnenbrille.
Mir ist das immer egal, wie die aussehen. Ich bin nicht hagelig bei Sonnenbrillen. Und da steht jetzt sogar Sensi drauf und sich schwarz-matt. Schwarz-matt. Perfekt für mich zum Autofahren. Und hier seht ihr das. Hier steht an beiden Bügeln steht Sensi drauf. In Silber, aber man sieht es recht schlecht. Aber musste ich haben. Meine Freunde wissen Bescheid, die kennen mich schon nicht anders. Und zu guter Letzt durfte dann noch mit. Da ist die Öffnung. Die Kulisse. So XXL Jumbo Taschen, wo Sensi draufsteht. Eben für Partys. Ich bin ja. Wo ist mein Lisa? Na, vielleicht erwische ich noch eine für dich, aber so Sachen sind halt schnell ausverkauft. Na, schauen wir mal. im Dreierpack riesengroße Sensi-Tragetasche. Sie sind wirklich riesig. Und ich bin ja, jetzt fängt ja die Hauptsaison an, oder ist, wir sind eigentlich schon mitten in der Hauptsaison. Und da sind natürlich Partys, Ausstellungen. Und ich habe ja Filztaschen immer benutzt, aber die sind relativ schmal. Und jetzt habe ich mir wirklich solche XXL lila Tüten aus dem Beraterstore mitbestellt. Eben für das ganze Zeug, das man eben mitnimmt, die ganzen Lampen, Pflegeprodukte und so weiter. Und die kommen eben im Dreierpack und sind ideal und wirklich belastbar. Und sogar, sorry, ja. Jetzt habe ich am Kabel angerissen. Seid's noch da? Hallo? Ja, ihr seid noch da, glaube ich. Und sogar am Henkel steht es drauf. Ach, ich feiere sowas, ja. Es steht natürlich für euch spiegelverkehrt, aber bei mir in echt steht es richtig drauf. Ich lieb's. Ich bin so ein Opfer, ich weiß es. Ihr braucht es mir nicht schreiben, ich weiß es. Ich bin ein Verpackungsopfer, ein Sensi. Letztens habe ich bei Hofer gibt es jetzt so ein Klopapier. Da sind Herbsttiere drauf, Waldtiere. Wer musste es kaufen? Ich bin so ein Verpackungsopfer. Aber die feiere ich ja total. Also wirklich, sogar mit Lederhängel. Also das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ja, das werden schon irgendwelche Stoffhänger sein. Aber richtig cool. Und eben bei den Karten bin ich schon sehr gespannt, was meine Teammitglieder dazu sagen, wenn sie die in der nächsten Teampost mal drinnen haben, bei einem Aufstieg. Ich finde die ja wirklich süß. So eine kleine Botschaft drauf und schon fertig. Richtig toll. Ja, das war eigentlich meine Berater-Store-Bestellung. Ich wollte euch dann noch zeigen. Es kommt ja jetzt demnächst dann bald wieder eine größere Bestellung an. Da kann ich dann eine generelle Sensi-Bestellung, keine Beraterstore-Bestellung, sondern eine generelle Sensi-Bestellung, kommt bald wieder eine größere an. Die hängt jetzt gerade noch irgendwo, weil ich habe mal wieder übertrieben und auch einige Kundenbestellungen eben dabei. Genau, das sind die Bestellungen von der Ausstellung letzte Woche dabei. Ich war ja in Melk bei einer Ausstellung und da haben dann eben einige Kunden mitbestellt und Bestellungen direkt bei mir am Stand aufgegeben und die werden jetzt dann bald ankommen, hoffe ich, weil ich warte schon sehnsüchtig drauf. Ich habe mitgenommen den Flair für die Feiertagskollektion, aber ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Man sieht sehr wenig, am besten ihr schaut es im Onlineshop, weil mich eben einige Fragen erreicht haben. Und da ist hier zum Beispiel so ein kleines weißes Krippchen dabei. Könnt ihr das sehen? Als Steckdosenlampe. Ich finde das so süß, wirklich. Mein Mann sagt, so kitschig, aber man, zu Weihnachten braucht man einen Krippel, oder? Stellt ihr auch Krippel auf zu Weihnachten? Oder die ist auch mega. Schaut sich den riesen Baum aus Metall als Duftlampe an. Aber wie gesagt, am besten seht ihr die Produkte eben direkt in meinem Online-Shop. Und Gott sei Dank haben wir dieses Jahr auch, weil die wurde auch schon ein paar Mal angefragt, die Gingerbread Man Lampe bekommen. Das ist eine Tasse, wo ein Lebkuchenmann oben drinnen ist und den kann man auch direkt in die Steckdose einstecken. So wie zum Beispiel die, das ist auch eine Mini-Lampe, die gibt es auch mit Wandstecker für die Steckdose. Und wo sind die Duftproben schon versandt? Hallo, ja, ich habe alle Duftproben schon zur Post gebracht und
Die letzten 2 Tage haben mich noch ein paar Anfragen erreicht. Die verschicke ich jetzt dann auch morgen, weil sie sind schon fertig verpackt. Sollte deine noch nicht dabei gewesen sein, dann schreib mir bitte gerne und dann schauen wir, woran es gelegen hat. Ob vielleicht ich die falsche Adresse notiert habe oder. Schreib mir gerne eine Nachricht wegen deiner Duftpost. Ja, die Gingerbread Man Lampe mit Wandstecker oder auch mit Tischbasis, die war letztes Jahr der absolute Renner. Und Gott sei Dank ist sie dieses Jahr wiedergekommen. Die war schnell ausverkauft. Über 20.000 Stück gingen da bei uns in der Region über den Tisch. Das war ein Wahnsinn. Also da war der Ansturm riesig. Dann die 3 Bars, auf die bin schon gespannt. Es gibt wieder 3 neue Weihnachtsdüfte, auf die bin ich schon total gespannt. Dann Reiniger, Körperpflege. Dann gibt es wieder Bitty Buddies. Die kann man ja zusammendrücken. Die bauen sich dann von selber wieder auf. Die sind aus Rückstellschaum. Und dann gibt es auch noch Nightmare Before Christmas als Weihnachtsedition. Finde ich auch voll cool. Ist aber für mich fast ein bisschen zu heftig. Also eben gibt es eine Autolampe und da drin ist. Und eben als Wandstecker und einen Buddy gibt es da auch. Den Weihnachtsmann, den Jack als Weihnachtsmann. Richtig, richtig cool. Aber schaut sich die Weihnachtsfeiertagskollektion, schaut sich die am besten in meinem Shop an oder schreibt es mir, dann kann ich euch genauere Fotos schicken. Ich schaue mal, ob ich schon Fragen übersehen habe. Nein, alles klar, glaube ich. Ich glaube, habe alles mitbekommen. Und mich erreichen ja laufend Fragen rund ums Business mit Sensi, um ein Geschäft sich aufzubauen. Und diesen Monat lohnt es sich am allermeisten. Es lohnt sich momentan jeden Monat einzusteigen, aber man weiß nie, was im nächsten Monat kommt. Aber dieser Monat ist der Wahnsinn. Ihr bekommt das normale Starter-Kit um 99 Euro mit einem Warenwert von schon über 240 Euro. Bekommt ihr um 99 Euro schon als Starter-Kit. Und da ist jetzt aber im Oktober noch ein Deluxe-Diffusor dabei. Der hat schon über 90 Euro Warenwert. Und ein gratis natürliches Duftöl habt ihr auch noch dabei. Das kostet auch noch mal 17 Euro regulär. Also bekommt ihr Waren im Wert von über 350 Euro für 99 Euro und könnt euch die, falls die Beratertätigkeit für nichts für euch wäre, auch behalten. Die Produkte gehören euch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie dann verkaufen, verschenken, selber benutzen. Ihr habt da wirklich sehr, sehr viel dabei. Also wenn wir hier mal anfangen, ihr habt hier Duftpots dabei, eine Handcreme, einen Duft fürs Auto, also einen Car-Bar, dann habt ihr den Diffuser gratis dabei, ein ganzes Öl, dann eine ganze Duftlampe. Eine Packung Wachs, dann die große Dufttestertasche habt ihr dabei. Ihr habt dabei einen ganzen Reiniger, eine ganze Handseife. Ihr habt dabei eine große Tasche, eine Isoliertasche. Ihr habt noch Produktproben dabei und Duftsticker und natürlich auch Kataloge und Flyer und könnt direkt mit eurer Arbeit loslegen. Ihr könnt direkt dann starten mit diesem Kit. Ihr habt da wirklich das rundum sorglos Paket. Und der Warenwert ist natürlich der Wahnsinn. Sehr, sehr viele melden sich jetzt einfach an und schnappen sich nur das Kit und fangen gar nicht als Berater an, sondern schnappen sich einfach nur das Kit und geben keine weitere Bestellung auf. Auch das ist möglich. Ihr könnt einfach euch nur das Kit schnappen und dann nicht mehr bestellen und das einfach für euch benutzen, wenn ihr es wollt. Ihr könnt einfach nur das Kit bestellen und 2, 3 Monate später einfach wieder eine Bestellung für euch selber aufgeben, weil ihr für euch auf Eigenbedarf bestellt. Auch das ist möglich. Oder ihr könnt so wie ich einfach durchstarten als Berater, klein anfangen und euch immer weiter raufarbeiten, euren Kundenstamm zu erweitern und eben ein solides Nebeneinkommen aufbauen. Auch das ist möglich und auch alles völlig ohne Zwang, ohne Druck. Bei Sensi gibt es keinen Mindestumsatz, es gibt keine Mindestpartys. Ihr könnt es wirklich so regeln, wie ihr wollt. Ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, wie ihr wollt und wann ihr es wollt. Und ihr müsst auch monatelang eigentlich nicht aktiv sein. Also wenn ihr einige Monate keine Bestellungen eingibt, ist das überhaupt kein Problem. Dann muss ich eine Selbstständigkeit anmelden. Das würde nur für den dritten Fall sein. Und zwar, wenn man wirklich Werbung macht und Produkte verkauft, an Kunden weiterverkauft oder für Kunden Bestellungen eingibt, dann sollte man oder muss man ein Kleingewerbe anmelden. Wenn man nur für sich selber bestellt oder nur das Kit haben möchte und dann nicht mehr bestellt, muss man auch kein Gewerbe anmelden. Das gilt rein nur für die Tätigkeit, wenn man wirklich wirbt damit und wirklich Umsatz macht damit und eben dann für Kunden mitbestellt. Wenn man rein als Eigenbedarf bestellt, dann fällt das raus und man muss kein Gewerbe anmelden.
arbeiten. Das ist in Deutschland und Österreich so geregelt. Finde ich auch cool, weil wir wirklich viele, viele dabei haben, die einfach nur für sich selbst die Bestellungen bestellen, damit sie selber günstiger bekommen, weil sie ja dann im Nachhinein, im nächsten Monat, dann die Provision dafür bekommen. Finde ich wirklich toll, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich zum Beispiel selber, das wäre auch meine Möglichkeit gewesen, wenn ich mich nicht getraut hätte, durchzustarten damit, sondern einfach nur, weil mir die Produkte selber so gefallen und einfach für mich selber günstiger bekommen möchte. Finde ich wirklich toll. Also da müsst ihr auch nichts anmelden, wenn ihr nur für euch selber bestellt. Jetzt schaue ich noch, ob ich irgendwelche Fragen übersehen habe. Selbstständigkeit anmelden. Und wenn, dann wäre es von Anfang sowieso nur ein Kleingewerbe und das kostet, glaube ich, 20 Euro in Deutschland und seid schon dabei. Also ein Termin und 20 Euro später habt ihr ein Kleingewerbe und könnt zum Beispiel auch dann Vorteile genießen, wie im Großhandel einkaufen zu gehen. Bei uns zum Beispiel in Österreich ist die Metro. Das werde ich jetzt machen, eine Metro-Karte beantragen. Besser gesagt, online habe ich schon und können wir Metro shoppen. Mein Mann freut sich schon, der ist ja auch so wie ich da. Schauen, was es Neues gibt und alles durchzutesten. Also wer interessiert ist, sollte sich das wirklich überlegen. Auf meiner Seite www.stephaniehackel.sensi.at könnt ihr euch durchschauen. Gibt es auch die Rubrik Starten, da könnt ihr draufdrucken und da stehen auch nochmal ganz viele Fragen, die schon beantwortet wurden, die einfach häufig beim Start gestellt werden. Ihr könnt euch eben die Feiertagskollektion anschauen, direkt in meinem Shop, da findet ihr auch einen Reiter gleich auf der Startseite. Wie gesagt, im Oktober lohnt es sich eben, weil es wirklich noch einen Diffuser gratis oben drauf gibt und ein Öl gleich dazu, damit ihr ihn gleich benutzen könnt. Und das kann sich wirklich jeder anschauen. Ihr bekommt da wirklich für einen kleinen Preis sehr, sehr viel und könnt wirklich die ganze Produktpalette mal ausprobieren. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr wirklich jederzeit hier noch schreiben oder eben mir eine private Nachricht schreiben. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich finde es immer toll, wenn ihr Fragen stellt, weil nur wo Fragen gestellt werden, kann man auch weiterhelfen. Die Bestellung habe ich mir da ausgepackt. Ich freue mich wirklich schon auf die große Bestellung, die jetzt dann in ein paar Tagen eintrifft. Und ansonsten, glaube ich, war es das schon wieder für heute. Ich habe schon wieder einige Zeit gequasselt. Wer sonst noch Duftpost haben mag oder noch nicht dabei war, weil wirklich sehr, sehr viele Anfragen waren in letzter Zeit, ihr könnt gerne mir nochmal schreiben. Da können wir uns gerne noch was ausmachen. Und ansonsten kennt ihr meinen Online-Shop, der ist jederzeit für euch geöffnet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Im Oktober warten noch total tolle News auf uns. Ich freue mich schon, wenn ich alles mit euch teilen kann. Die Feiertagskollektion wisst ihr ja schon. Wir bekommen wirklich noch tolle neue Düfte, die auch selber ich noch nicht kenne, die ich dann erst bestellen kann und dann sie euch zeigen kann. Was gibt's noch im Oktober? Jetzt fällt es mir gar nicht mehr ein. Es kommen schon noch ein paar schöne Überraschungen auf uns zu, also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Wer genaueres wissen mag, der kann mir ja gerne schreiben, weil ich gebe ja auch lieber kleine Infos so auch durch. Ich poste es jetzt noch nicht sofort öffentlich, aber wenn man das genau wissen mag, dann kann man das auch fragen. So einzeln beantworte ich das natürlich schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch's gut gehen. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Die halbe Woche ist schon wieder vorbei. Absoluter Wahnsinn. Sehen wir uns bald wieder und einen schönen Abend noch. Macht's gut. Bis bald.